Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 3 The Wild Hunt. Ja, wäre ich direkt mit dem Frosch im Hals gestartet. Das ist toll. Also, wir verraten jedem, dass wir hier sind. Ein Brief und eine Flasche. Mysteriöse Notiz, okay. Der Wein aus deinem Geburtsjahr, einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Aha. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri. Okay. Ein Fleck. Wövernöl. Dudu. Ciri, wenn du diese Worte liest, hast du mein Rätsel gelöst, wozu ich dir von Herzen gratuliere. Und es bedeutet auch, dass du noch auf freiem Fuß und noch immer in Novigrad bist, was mir große Sorgen bereitet. Ich weiß nicht, was du auf der Tempelinsel getan hast, aber Menge ist außer sich vor Zorn und wird erst wieder Ruhe geben, wenn er dich geschnappt, bei lebendigem Leibe gehäutet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat. Und da er nun seine scheinheiligen Hände an Dijksters Schatz hat, kann er genügend Männer anheuern, um jedes Haus der Stadt dreimal auf links zu drehen. Ich bin ein Doppler und kann mich daher verstecken, aber du musst fliehen, solange du noch kannst. Dein Dudu. PS, denke nicht mal daran, Rittersporn aus Menges Fängen zu befreien zu wollen. Es ist unmöglich. Aber so wie ich deinen Freund kenne, wird er sich schon irgendwie da rauswinden. Zumindest hoffe ich das. PPS, vergib mir, dass ich nicht schreibe, wo du mich finden kannst. Aber du musst fliehen, schon vergessen? Militäle schütze diejenigen, die sich selbst schützen. Die wilde Jagd. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das auch schon gelesen haben. Seien es Bauern und Hirten, Milchmädchen und Hebammen. Alle gewöhnlichen Leute auf dem Festland flüstern von einer Geschichte, von einer geisterhaften Prozession am Himmel zu. Sie nennen sie die wilde Jagd. Wo immer sie gesichtet wird, ziehen schwere Stürme auf und es wird kalt, Schneetreiben setzt ein, mag die Sonne davor noch so gestrahlt haben. Einige erinnern sich vom Schock der Begegnung nur noch an die Kälte und behaupten, die Reiter kämen nur im Winter. Doch das ist nicht der Fall. Die Jagd bringt ihre eigene Kälte mit. Krieg und Tod folgen ihr nach, so heißt es jedenfalls. Doch die Jagd selbst ist böse genug. Sie entführt Menschen, meistens junge, in der Blüte ihrer wilden Jahre, die 10 bis 20 Lenze zählen. Die Jagd stürzt hierbei und die Menschen verschwinden. Die Jagd stürzt herbei und die Menschen verschwinden, um lange Jahre darauf zurückzukehren, ohne Erinnerung an das, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das so schon gelesen haben. Ich meine ja. Länder des Nordens wählen haben wir auf jeden Fall schon gelesen. Zucker und Klumpen von einer Substanz, die in Wüvernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut.
Eine Anleitung zum Bau einer Bombe, unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Von einem gewissen... Wir kennen Kalkstein, Geralt. Wir kennen Kalkstein. Und nochmal die wilde Jagd. Bauern, Hirten, Hebammen, jawohl. Licht an. Bis 1254. Befriedigendes Klicken im nächsten Raum, glaube ich. Willst du mich verscheißern? Ich bin durch die geschlossene Tür gegangen. Ein Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Okay. Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Ja. Moment. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Danke. Du kannst aufatmen. Denk aber von jetzt an daran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Schön. Du passt auf dich auf, ich auf meine Interessen. Meine Herren, es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt, dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Caleb Menge. Tja, Marigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wirst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, ja, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht. Na gut, ich habe gelogen. Aber nur teilweise. Ich hörte von Halblöwen, von Halbadlern, von Mädchen, die zur Hälfte Fische sind. Aber so etwas wie eine halbe Lüge, das gibt es nicht. Ich versuche es trotzdem. Henkel habe ich nicht gesehen, aber Menge hat deinen Schatz tatsächlich. Was hast du wohl in der Glaskugel gesehen? Vielleicht.
Berufsgeheimnis. Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Das ist aber dann aber dein Problem. Schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen, wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Und sicher. Gib zu, dass du Angst vor Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten, aber grundsätzlich schon. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Mit anderen Worten, du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Ich mache nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turteltäubchen, ich muss jetzt los. Viel Glück. Ich hätte irgendwie große Lust, ihm auch was abzuschneiden. Du weißt schon. Du hättest es auch richtig stellen können. Stimmt. Aber es ist nicht einfach, das zu sagen, oder? Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Auch, aber erst mal um Rittersporn. Irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut, bis dann. Und danke. Ja, sie geht nicht auf die Straßen, aber die Teleportation leuchtet halt auch ein bisschen. Und eventuelles Wirken von Magie ja auch aufspürbar. Ich weiß es nicht. Götter, der Sensenmann kommt mich holen. Beim Schreien des ewigen Feuers. Okay, es ist. Huch, was ist das da? Was ist denn passiert? Bewohner von Skellige haben jetzt die Krüppelkarte übernommen. Übernommen? Wie das? Inhaberin verdroschen, Mädchen rausgeworfen, zu saufen angefangen. Sind seit gestern dabei, feiern offenbar irgendeine fette Beute. Ja, klingt nach Skelligern. Aber du siehst wie ein ehrlicher Mann aus. Hilf uns, wirf die Rabauken raus. Wir haben nicht viel, aber... wenn wir zusammenwerfen, wird sich's lohnen. Ja klar, komm. Gut, mal sehen, was ich tue. Ich kann nach einem hübschen jungen Mädchen nichts abschlagen. Es gibt also doch noch gute Menschen auf der Welt. Komm mit. Zu spät. Quests. Ein alter Freund. Jetzt aber raus. Genau. So. Zu
mir leid, Kollege, aber du musst dein Horn woanders füllen. Dieses Etablissement gehört heute zu Skellige. Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade. Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken, sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren. Nimm deine Freunde und geh. Und zwar höflich. Ja, Leute, Zeit zu gehen. Man muss ja nicht alles mit dem Schwert lösen. Ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Scheiße, alles dreht sich. Ja. Vielen Dank. Wir hätten es alleine nicht geschafft. Wir haben nicht viel. Ich hoffe, dies reicht dir. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ihr braucht es dringender als ich. Oh, danke. Leute wie du geben mir das Vertrauen in die Menschheit zurück. Naja, es ist nicht überbewerten hier. So, das Terrain haben wir uns gleich an. Da. So, aber ich muss ja bis Mitternacht in der Kapelle sein. Das ist okay. Das Leben ist manchmal echt scheiße. Ich war so saublau, dass mir Blut aus den Ohren kam. Ich kann dir auch eine scheuern, dann hast du auch Blut aus den Ohren. So. Aber hier ein bisschen rumgucken, sind ja nur noch 10 Minuten. Ist das nicht hier, wo der Knödelschmied ist? Ich weiß es nicht. Na du? Diese Jugend heute. Was ich? Alle weichen der Birne. Was hast du vor, mein Bester? Du hast du Schnupfen? Nicht gesund, unter so einem Schnuffeltuch die ganze Zeit rumzueiern. So, Das Leben ist manchmal echt scheiße. Triss. Du bist hier, gut. Natürlich. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Teleportation? Lass das. Nimm dies. Fessle mich damit. Aber Triss, willst du das wirklich? Hier draußen, vor allen Leuten. Es mag dich überraschen, aber Fesseln sind auch außerhalb von Schlafzimmern nützlich. Überleg doch, wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Triss, überleg's dir. Willst du wirklich gefesselt die Höhle des Löwen betreten? Ja. Nein, das kann ich nicht zulassen. Nett, dass du so besorgt bist. Aber ich habe mich entschieden und dabei bleibt's. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn. Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum. Aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein.
Warte. Ich will dir danken. Hör auf. Das täte doch jeder. Nein. Nicht jeder. Hör auf. Es steht einer Zauberin nicht, rot zu werden. Passt aber zu deinen Haaren. Was ist mit dem Schatz? Wenn wir was rausfinden, prima. Wenn nicht... Ich dachte, du brauchst Dijkstras Geld, um den anderen Magiern zu helfen. Das schon. Aber man kommt auf viele Arten an Gold. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Ach, Triss. Du bist super. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Wahrscheinlich werde ich doch alle töten müssen. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Gefesselt? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri, sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? Ja, wenn es sein muss, dass ich dich retten muss, dann ist das so. Dann muss ich das wohl tun. Ciri ist abgehauen, die ist in Sicherheit. Rittersporn müssen wir da natürlich irgendwie rausboxen, aber du musst auch wieder lebend da rauskommen. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein. Die werden alle sterben. Und du als Letzter. Sie die schneide ich in Streifen. Merigold. Du machst jetzt den Zauberinnen statt Ertrunkenen. Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir. Nicht so schnell. Entweder übergebe ich sie Menge persönlich, oder keiner tut es. Du meinst wohl, wir kennen uns mit Hexen nicht aus? Lass mich los, du Schwein! In so einem hübschen Mund hat eine vulgäre Zunge nichts verloren. Wir müssen sie wohl rausreißen. Ja, ihr kennt euch vielleicht aus mit Hexen, wenn sie euch in Ketten gebracht werden. Was soll denn das heißen? Dass ihr jämmerliche Hexenjäger seid, wenn ein Hexer euch die Jagd abnehmen muss. Hör mal, Mutant. Seit wir in dieser Stadt sind, haben wir über 100 Magier, Alchemisten, Doppler und sonstiges Gesocks in Asche verwandelt. Sag du uns nicht, wie wir unsere Arbeit zu tun haben, klar? Ich könnte euch durchaus was sagen. Ich habe nicht nur Merigold gefunden, sondern auch Philippa Eilhardt. Dafür wirst du büßen, du... Halt die Schnauze, rothaarige Hure! Und du, spuck's aus. Wo ist Eilhardt? Rede nicht so mit ihr. Warum nicht? Ist die etwa keine Hure? Vielleicht, aber fürs Erste ist sie meine Hure und ich sage, dass du sie nicht beleidigst. Komisch, dass dir das wichtig ist, aber gut. Also, zurück zu Philippa. Das musste sein. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich rede nur mit Menge. Menge redet nicht mit deinesgleichen. Dann grüß ihn von mir und sag, dass ich hier war, mit meiner Freundin Merigold. Gut, nimm sie und folge mir auf dem Fuß. Keine falschen Tricks. Ich habe keine falschen Tricks, ich habe nur richtige Tricks.
Die werden so alle sterben. Das wird so ein Blutbad. Bevor mir der Geduldsfaden reißt. Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren. Hier trennen sich unsere Wege. Geh zur Menge. Marigold ist nebenan. Ihr kriegt sie nicht, bevor ich... Du hast hier nichts zu melden. Dirk, du weißt, was zu tun ist. Aus mir kriegt ihr kein Wort raus. Du nicht und er auch nicht. Spielst die Harte, hm? Warte nur. In 1 bis 3 Fingernägeln plauderst du. Gut, nehmt sie. Ich will sowieso nicht, dass sie die Verhandlungen stört. Aber Finger weg von ihr. Wieso? Tut die Schlampe dir leid? Sie könnte mir nicht gleichgültiger sein. Aber wenn Menge mir nicht gibt, was ich will, biete ich sie jemand anderem an. Ihr habt die Ware nicht zu beschädigen. Was für ein Geschäftssinn. Du wärst eine tolle Puffmutter. Keine Sorge, Menge wird dir Geld geben. Und Marigold wird bekommen, was sie verdient. Keine Folter, bis ich dabei bin. Verstanden? Verstanden. Keine Folter. Der Hurensohn zaubert! Auf ihn! Komm mal gegen einen Hexer gekämpft. Sag doch, die werden alle sterben. Okay, das hat ja nicht so geil geklappt. Die halten ganz schön was aus, die Zipfelklatscher. Ja, okay. Ich hoffe, es war nicht zu weit weg und wir müssen jetzt nicht das komplette Gespräch wieder... Ja, also das Gespräch mit dem Hampelmann dann schon. Also zaubern nicht so gut. Ich meine, auch wenn ich ihn damit überzeugt habe, ich wurde halt erkannt. Wow. Ich werde das auf jeden Fall vorher abspeichern, weil wenn ich hinterher Triss nicht wieder mit rauskriege, dann ist das sowieso alles nichts wert. Und irgendwie tut sich der Rechner gerade schwer, den Spielstand zu laden. Ja. Oh. Yeah.
tust du denn das? Weißt du eigentlich... Na, komm schon. Verschone dich nicht. Tja. Ach. Tja, ist nicht ganz so gelaufen wie geplant. Tut mir leid. Du sagtest, wir können uns nicht reinkämpfen. So. Der Mengele ging mir sowieso auf den Sack. Nun? Ja, nun ist es hier ein bisschen ruhiger im Haus. Zeichen in einer Menschenmenge? Geralt, das konnte nicht gut gehen. Tut mir leid. Shit happens. Ich konnte nicht zulassen, dass sie dich foltern. Du bedeutest mir zu viel. Wir sollten das Büro durchsuchen. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Tja, ist eine gute Idee, Triss. So, okay. Caleb, ich habe neue Anweisungen zur nächsten Exekution. Wenn du bereit für ein Treffen bist, lege den heiligen Folianten in den Kasten in der Säule des Altars des ewigen Feuers am Südwesten der Scherben. Wir treffen uns am gewohnten Ort. Sag niemandem, wohin du gehst und komm allein. Verbrenne diesen Brief, wenn du ihn gelesen hast. Jamurlak. Eigentum von Celeb Menge. Möge das Feuer meine Gedanken reinigen, möge es mein Herz abhärten, möge alles Böse in Rauch vergehen, möge alles Gute erheben und dem Feuer Wärme finden. Mögen die Guten wie Motten zum Feuer fliegen, mögen die Bösen wie Tiere aus dem brennenden Wald fliehen. Was gefunden? Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist das? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier,
Gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert. Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Sieh's dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt. Im Brief stehen die Signale für ein Treffen. Aber es wird kein Treffpunkt erwähnt. Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher. Schlüssel zu einem Gewölbe. Ohne Adresse. Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun, vielleicht brechen seine Schergen uns da nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll? Mit etwas Starkem, hoffe ich. Alles klar. Okay, gehen wir. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne. Aber nicht durch den Haupteingang. Warum nicht? Okay, aber wie wir gehen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Den mochte ich von Anfang an nicht. Ich habe ihm gesagt, ich werde ihn irgendwann köpfen. Kopf ist noch dran, aber das Ergebnis ist das gleiche. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mir hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und tschüss.